Hey ihr Geisterfreunde, willkommen zurück zu Dark Fall Ghost Vigil. Ich bin gar nicht richtig im Fokus. So jetzt. Alles klar. Ja, weiter geht's. Wir haben letztes Mal das Spielzimmer gefunden und einige sehr, sehr, sehr gruselige Texte gelesen. Ich fand das echt... Uiuiui, was soll ich dazu sagen? Es war wirklich unheimlich. So, hier haben wir das mit dem Klavier. Da hatten wir das Rätsel gelöst. Was haben wir denn jetzt noch? Hier geht's noch weiter. Das Offiz. Habe ich dann irgendwo noch die Karte gehabt? Ich habe es jetzt ein paar Tage, die ich gespielt, gebe ich zu. Ich muss erstmal hier. Erstmal reinkommen. So. Main Hall. Der Anniversary Day Room. Das ist sealed. Da waren wir drin im Day Room. Hier ist der Store. Rune Science, genau. Painting, Girls Toilets, Boys Toilets und das Badezimmer. Da haben wir das mit der Armenpflegerin. Oder das, die arme Schwester oder wie auch immer man sie bezeichnen mag, gelesen. So, hier ist der Store. Da sind die Visitor Files. Office. Und das Telefon, medizinische Abteilung und die Stairs sind blockt. Hinten waren wir ja auch schon, haben uns das angesehen. Ach, diese Geräusche, ne? Das ist echt gruselig hier, ich finde das total geil. Ja, und schön übrigens, dass ihr immer noch dabei seid und mich immer beglückt mit Bewertungen und Kommentaren. Was? Und Kommentare? Was hat sie gesagt, Ashley? Oh Mann, wer war das jetzt? War das... Ich glaube, dass die Hausdame, dass die echt böse war, die hat hier mit zu tun, oder? Die hören wir eben ständig reden. Okay. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken wieder. Office. Office, once part of the Harwood House living rooms. This space has undergone more change than anywhere else in the old house. In 1968, the rooms converted to an office and staff loo. This is how we see it now. Almost all of the children sent to live at Shangri-La would have waited here for inspection by the matron before being introduced to their new home. Time never did catch up with Shangri-La, neither did the attitude towards state care and the underprivileged. Some have reported the phone to ring, which should be impossible. There is no connection to the outside world. Ja, also alle Kinder, die hier neu hinkamen nach Shangri-La, mussten sich erst von der Matrone, ne, von der Hausdame untersuchen lassen. Und das Büro war, warte mal, habe ich dir was, ich schreibe es mal auf, 1986 Büro, so. Ja, also 1986 wurde das Büro nochmal umgemodelt und ja, man hört manchmal sogar noch das Telefon klingeln. Was nicht sein kann, weil hier gibt es keine Verbindung zur Außenwelt. So, was haben wir hier? Okay, was? Oxford Health Authority. Name Louise, habe ich da was zu ihr? Nee. 1977 ist sie geboren, aber wann weiß man nicht genau. Und was? Status unwanted. Oh nein, es war ein ungewolltes Kind. Was? Unknown origins. Left at Oxford A&E. No relatives. Das arme Kind wurde ja abgesetzt. Man weiß nicht, woher sie kommt und ja... Sie hat keine bekannten Verwandten. Oh, das ist ja blöd, das arme Kind. Yes, yes, come in, please. Please, come through. Take a seat. We will begin. Shangri-La offers short-term and long-term solutions to the problems that face modern, hard-working parents. Send your darlings to Shangri-La. Admitting that you are struggling to cope is the first step to a happier family life. No, 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 no tears, please. I will look after each and every one as if the child were my own. Okay, also sie sagte, wir bieten lang- und mittelfristige Lösungen für jede Familie. Und das Kind solle doch nicht weinen. Sie kümmert sich hier um alle, als wären es ihre eigenen Kinder. Halte ich für ein Gerücht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Irgendwas ging da schief. Wie kann der Fernseher funktionieren? Mother, how are you coping? Is modern motherhood proving too taxing? Are you struggling to make ends meet? Are the little ones too much for you? Well, we have a solution for you.
Shangri-La Children's Home. Based in the rolling rural hills of Oxfordshire, Shangri-La Children's Home offers fresh air in abundance, nutritious country grub, and a warm and safe environment for your loved ones. Free yourself of the burdens of motherhood and trust Shangri-La Children's Home to educate your child to the highest standard in maths, English, and science. A healthy lifestyle waits, with many outdoor activities offered to keep young lungs clean and consumption free. Days out to the seaside and fair are also encouraged. Perhaps such frivolities are beyond your reach, perhaps too far away, or for financial reasons you just can't afford it. So allow us to help you provide the stimulation your child needs. Education, exercise, teamwork, fun. Shangri-La Children's Home is the perfect place for your child, no matter what age. If you cannot cope, you are not ready for motherhood. Let us relieve you of your burden. We offer short stay programs as well as more permanent solutions. Shangri-La Children's Home, Wolfenden, Oxfordshire. Das war krank, Leute. Das war ein Werbespot. Aber das war jetzt sehr, sehr krank. Also sind sie nicht bereit für die Mutterschaft, haben sie gesagt. Und wir kümmern uns für sie um ihr Kind, bieten ihm eine tolle Ausbildung und ja, frei von Konsum und so weiter. Der ganze Quatsch. Ja, Darren Coles. 2. August 1968 geboren. Was steht da? Unruly? Kannst nicht lesen. Darren hat Probleme mit seiner Wut. Er hat seinen Arm gebrochen, hatte einen Fahrradunfall und er ist sehr aufbrausend generell. Okay. Wie gesagt, ich finde das total krass, dass einfach Leute ihr Kind abgeben, komplett. Also von wegen so, ja, sind sie nicht bereit für die Mutterschaft, geben sie ihr Kind einfach nach Shangri-La und wir kümmern uns darum. Also, naja, ich meine, vielleicht sind ja manche überfordert mit dem Elterndasein, aber deswegen gibt man sein Kind doch nicht her. Das kannst du nicht machen, das arme Kind. Und wie wir wissen, sind die hier nicht glücklich geworden anscheinend. Oliver Tanner, 31. Oktober 1973 geboren. Waisenkind, Eltern tot, vergiftet. Ein einsames Kind, sehr intensiv. Keine Süßigkeiten, Olli ist ein Diabetiker. Hat sich schon mal ein Bein gebrochen. Previous broken leg, okay. Warum sammle ich jetzt gerade die ganzen Karten hier eigentlich von den Kindern? Oh, die muss ich hier alle auf... Nee, die habe ich jetzt hier alle. Alles klar, ich muss wohl alle sammeln, um die hier aufzuhängen. Für ein Rätsel oder was auch immer. Keine Ahnung. Oh, ist das fies. Die Kinder tun mir echt leid. Ich meine, das ist nur fiktiv, aber die tun mir trotzdem ein bisschen leid. Über diese Radionachrichten, das ist echt... Also es ist immer dasselbe, das Radio, und es ist auch echt unheimlich, aber ich muss das nicht andauernd hören, ehrlich gesagt. Ja, das Telefon. Ich bin gespannt, ob es läutet. Shangri-La, Bibliothek, Horror Home to Close. Boah, das ist immer so gemein, weißt du? Die könnten nicht alle was dafür, die Leute, die da gearbeitet haben. Von wegen, das Telefon funktioniert nicht. Das hat auf jeden Fall ein Freizeichen, das heißt, es funktioniert. Sollte. So, gibt es hier noch irgendwas bei den Karteikärtchen? Nee, auch nicht. Also ich habe noch ganz viele offene Baustellen, wenn man es so sieht. Ich habe noch ganz viel, was ich... Ja, was ich noch machen könnte, theoretisch. Ich muss zum Beispiel noch gegen den Jungen das Spiel spielen. Aber ich habe keine Spielfigur. Oh, Badezimmer, ja. Sehr schön. Ja, hier, Phone Office, Bathrooms, WCs hier, Store, wir sind gerade... Ne, wo sind wir denn jetzt hier? Da, wir sind gerade hier, Visitor Files, Office Phone und da ist das WC und der Store. Ja, da war ja alles dann versperrt. Und lustig auch, dass überall diese Zeichen sind an den Wänden, das war auch im Video zu sehen. Staff Loo. Staff Loo, situated near the office. The Staff Loo is part of the original plush living rooms of Harwood House. It is hard to believe,
given the current usage, with a dirty, ramshackled old toilet, cracked ceramic tiles, and rotting shelving, the Staff Blue is an unpleasant space. Ja, es ist halt einfach nur die Mitarbeitertoilette und die ist ganz schön unangenehm. Oh, da haben wir noch ein Kärtchen wahrscheinlich, ja. Louis Green, 13. Februar 1971. Eltern haben Probleme, er ist ungewollt. Louis ist ein Autist, ja, ist ein Autist, aber ja, kommt mit seiner Arbeit klar. Er ist beliebt unter den anderen Kindern und er ist sehr klug. Ja, je nachdem, was für eine Art Autismus, ist es wahrscheinlich, ich schätze mal Asperger vielleicht. Asperger ist ja so noch, so, sag ich mal, so die umgänglichste Form wahrscheinlich des Autismus. Dass man halt ein bisschen verschroben kommt, mit Gesellschaft nicht gut klar, mit Menschen. Oh, Leute, ich habe die Bürste mit den Haaren. Ihr wisst, glaube ich, was das, ne? Wir können vielleicht bald mal Kontakt aufnehmen. Dann haben wir noch eine. Kevin Tibby, März irgendwann 1974. Unruly? Naja. Ja, die lokalen Autoritäten haben aufgegeben. Wir nicht! Was? Free of Temptation, also frei von der Versuchung, verbessert sich seine Stimmung. Oder seine Einstellung. Okay, wie viel sind das jetzt? Habe ich jetzt alle gefunden? Behind, all alone. Please, if you're there, please help us. Ja, sie haben uns ganz allein zurückgelassen. Bitte helft uns. Ich schreibe mir das vielleicht auch mal auf hier. Shangri-La. Telefonnummer ist SHAN. Und dann die 5912. Soll ich vielleicht mal anrufen? SHAN. Macht's gar nicht Klick. Na egal. Pfeift drauf. Ah. Sie haben uns allein gelassen. Sie haben uns allein gelassen. Okay, wir haben schon ein paar, aber es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventuell. Ich habe keine Ahnung, wie viele noch fehlen. Puh, ob ich das lösen kann? Ob ich überhaupt hier irgendwie was lösen kann? Weil anscheinend laufen wir ja gerade ein bisschen im Kreis. Wir finden immer so ein paar Brückchen. So ein paar kleine Brückchen, die da rumliegen und dann geht's wieder nicht weiter. Weil wir irgendeinen entscheidenden Gegenstand nicht haben. Quiet! Please, quiet! Please, listen closely! Settle down, this is important. As some of you know, your teacher has had a terrible accident. Form an orderly line and we shall descend down through the woods before it's too late. Ja, euer Lehrer Thomas Harding hat sich ein bisschen mit dem Kugelschreiber das Ohr perforiert, glaube ich. Das Trommelfell. Ja, ob man das als Unfall bezeichnen kann, ich weiß ja nicht. Ich habe das eben gerade versucht, pantomimisch darzustellen. Mit Hilfsmitteln leider, aber... Wo sind die beiden eigentlich hingegangen, als wir ihnen nachlaufen wollten? Die sind doch hinter den Hof, aber wo? Ach ja, genau, ich habe jetzt die Bürste. Schauen wir noch mal ganz kurz in die Akte. Die Nagel. Boah, die abgeknipsten Nägel. Was ist das hier nochmal? Das war doch diese... Ich weiß nicht, was das war. Mir fehlen halt echt die Hinweise mittlerweile. Hätte mir mehr aufschreiben sollen, eventuell. Also ich habe aufgeschrieben, Isabella mag Rosenduft. Olli, weiß ich nicht. Aber ich gehe nochmal zurück zum Badezimmer. Washroom. Das geht so nicht. Die waren doch hier, die beiden, Bär und Steven. Nicht Steven, wie hieß er? Ihr wisst schon, Sean. Ich habe es wirklich ein paar Tage lang nicht gespielt. Das ist echt etwas her. Aber hier war auf jeden Fall die Kamera. Und da kann ich... Steve heißt er. Steven! Steven! So, warte mal. Dann haben wir nämlich hier... Wir haben die Spiegelscherbe. Wo ist es jetzt? Jetzt habe ich zu schnell geblättert. Hier. Oh, die Geräusche. So, ist denn hier Penny... Nee, wie ist sie?
Lizzie Prime. Wo ist Lizzie Prime? Die ist hier nicht dabei. Warte mal, das hier hat was mit Ghostbox zu tun. Oxford Ghosts. Ah ja, das waren die. Die Jericho. Nee, warte mal, das ist nicht Lizzie, das ist die andere. Das ist Carmen Oduka. Wir brauchen aber... Ich habe das von Lizzie Prime ja noch gar nicht. Schade, mir fehlt das noch. So, und hier... Ja. Wenn ich den anderen davon berichten könnte, dass hier Steve in eigener Sache die Leute rangezogen hat, das finde ich eigentlich schon ziemlich arschig von ihm, oder? Das ist schon richtig arschig, was Steve gemacht hat, muss man mal sagen. Das machst du nicht mit deinen Kollegen. Du nimmst die nicht mit auf in die Truppe, nur weil die Geld haben oder weil sie Technik haben. Naja, gut. Ist ja nicht meine Truppe. Ich bin ja auch nur ein Versuchskaninchen hier für ihn. Ich frage mich auch, warum die Schrift hier so gut erhalten ist auf der Tür. Ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne? So, was mache ich denn jetzt? Hang on. Stop there, newbie. You're not assigned anywhere upstairs, I don't think. Not yet, anyway. Let's see how we get on, yeah? Ich kann aber hingehen, wo ich will. Du Arsch. Okay, habe ich ja schon alles abgesucht. Soll ich vielleicht nochmal die... Nee. Get us some good results and you'll get access to upstairs. Aha. Soll ich jetzt doch noch die Kameras... Ich werde das aber nicht mit den Geräuschen machen, das ist echt nervig. Wo ist... Ach, da. Hört sich nach Orb an, ja. Ach, ich darf erst hoch, wenn ich... Na klar. Hey, well done. Dankeschön. Orb. Das höre ich schon. Ich höre schon die Geräusche, dass es ein Orb ist. Muss ich nicht lang rummachen hier. You're doing great work. Dankeschön, ich weiß es. Aber das ist auch nicht das Schwerste hier, diese Disziplin. Oh nein, warte, das war falsch. Ich habe das hier unten nicht angeklickt, sondern das da oben. Ich habe nichts gesehen, aber das Flackern, das ist meistens dann eine Figur, die da rumsteht. Oh, der Fernseher. Kann ich jetzt hoch gleich, oder ist das... Ich komme mir ein bisschen vor, als würde ich hier hingehalten werden. Das war wieder ein Orb, ja. Die wollen uns ja nur ausnutzen. Wow, that's not something you see every day. BR, kann ich jetzt bitte, bitte hoch? Bitte. Bitte. I can see you on the cams. Yeah, you're not ready for upstairs, just yet. Ist halt doof. So, aber die Bürste ist auf jeden Fall von Lizzie, glaube ich. Lizzie hat sich die Haare gebürstet, immer vor dem Spiegel. Und sich dann die Kehle aufgeschlitzt. Also wir brauchen im Prinzip nur Lizzies Dingenskirchen hier. Warte mal, wo haben wir denn noch was? Ist noch was? Was? Timestamp Attack Issue? Nee, nee, nee. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr, oder? Und ich habe auch keine Aufgaben mehr. Jennifer Sommers, April, also 14. April 2018 beigetreten. Englische Geschichte, Literatur und eine Studentin an der Magdalene College in Oxford. Ist eine gute Nachforscherin und hat ESP, also potenzielles ESP. Benjamin Bear Travers, 2. November 2017 ist er beigetreten. Er ist ein Techie Drone and Setup. Ja, er studiert Computerwissenschaften am Merton College in Oxford. Er mag Nudeln und Bier und 80er Jahre Cartoons. 80er. Und Stephen Redfern ist am 18. März beigetreten, 2015.
hat er das Ganze gegründet. Er ist ein Anführer und ein Gründer. Ein Physikstudent am Balliol College hat die OPG gegründet nach den paranormalen Erfahrungen als Kind. Ja, ich habe aber nichts mehr zu fragen. Das ist echt schade. Geht nicht mehr weiter hier. Die Audio-Cues habe ich alle erforscht. Ja. Soll ich noch weiter am Computer machen? Ich meine, das ist doch blöd. Das liefert doch keine Ergebnisse. Das ist doch immer wieder dasselbe für die. Die wollen mich doch veralbern hier. Watch the cam. Look for activity. Log the info. Ja. Ich weiß schon. Loading cameras. Vor allem steht da nochmal ganz oben, sagt dem Newbie nichts über die Todesfälle. Als wäre ich so bescheuert. Excellent, you passed again. Ich bin da super im Geräusche hören. You've got talent for ghost hunting. Ja, ich weiß. Ob. Good effort. You're doing really good. You've got talent for ghost hunting. Okay, das ist gerade ein bisschen gruseliger als der Rest. Das Kind. Ich sehe gerade nicht, wo was ist. Oh doch, es war nicht Saturn. Jetzt wieder nicht. Oh, da hinten. Das Ding ist gewandert, jetzt sehe ich das. Oh, da ist der Junge wieder. Ah! Okay, der zeigt mir das auf den Pulten. Habe ich es jetzt geschafft vielleicht? Kann ich jetzt die Treppe rauf? Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist es automatisch rausgegangen. Wait a sec. Hey, this is there. That's bloody amazing. You've logged more data than me. I can't wait to take a look at your captures. That's great data. You're our best newbie by far. Yeah, it's Steve here. I've got to admit, I'm impressed. You should definitely take a look around upstairs. Good Na also. Job. We're really getting somewhere. Na also. Jetzt darf ich endlich hoch. Hallo? Oh, hat eben gehangen. Trusted Newbie bin ich jetzt. Ja. Ich bin der Trusted Newbie. Okay. Main Stairs. Main Stairs. This staircase joins what would have been the main hall. The hub of Shangri-La. It is a grander build designed to impress visiting dignitaries and add drama for the Harwood family when traversing the house. Now, the staircase looks rickety after years of playful abuse by the children of Shangri-La. Ja, also die Haupthalle, die sollte so ein bisschen protzig wirken, um das Harwood-Vermögen eben ein bisschen besser dastehen, also die Harwoods besser dastehen zu lassen, aber die Kinder haben hier viel gespielt und deswegen ist alles so ein bisschen. Gar nicht gruselig. Das Kind sagte eben, ich ging heute die Treppe rauf, da war ein Mann, der da nicht hingehörte. Und dann am nächsten Tag war er nicht da. Ich wünschte. Und weiter ging's nicht. Ich erstmal die Tür hier überprüfen. Habe ich dafür eigentlich die Karte?
Oder ist die nur für den ersten, also für den Ground Floor? Was ist es denn da? Also, nee. Playground. Safe Zone, Ground Floor. Safe Zones, Ground Floor. Also ja, die roten sind Safe Zones, da kann nichts passieren offensichtlich. Oder? Ja. Oh nein! Was passiert hier mit den Kindern? Warum flackert meine Lampe? Oh nein, hier wurden die Kinder misshandelt, ja. Ich sag hier, irgendwas ist ja auf jeden Fall nicht nur Seiten der Geister schiefgelaufen, die Menschen haben auch irgendwas damit zu tun gehabt, die hier. Oh nein. Da ist was. Ich glaube, ich gehe lieber raus. Ach, warte mal, hier sind immer diese... Irgendwas Schlimmes ist hier vorgefallen. Ich finde das so zum Kotzen, ne? Ja. Ich finde das so zum Kotzen. Irgendwas wurde mit den Kindern hier angestellt. Denen ging es hier nicht gut. Oh Mann. Ich kann mich hier auch nicht umdrehen. Oh, es ist widerlich. Also das Schreien war schon echt unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Kann ich irgendwas machen? Ich habe halt die Puppe jetzt, aber es fängt dann immer so zu ruckeln, wenn hier irgendwas ist. Das ist total anstrengend. Die Maus, die springt also hin und her. Das war es doch jetzt nicht schon, oder? Das war nur das... Das war nur die Puppe, ja? You! Stop there! Who are you? Habe ich vergessen. Ein Geisterjäger, ein Elternteil oder ein... ich arbeite hier, ich bin ein Geisterjäger. Well, I'm caretaker here, so I know everyone. Back to the visiting area. There ain't nothing to see here. Also, da bin ich ein Elternteil. Well, I'm caretaker here, so I know everyone. A parent, maybe? Yeah, I recognize the family resemblance now. You've gone the wrong way, my pet. Back to the visiting area. There ain't nothing to see here. Ich finde das gerade ein bisschen sehr unheimlich, wie der mit uns redet auch. Ja, er ist der Caretaker, also er kümmert sich um die Kinder und er sagte Pet. Pet sagt man eigentlich nur zu jemandem, mein Schätzchen so ungefähr heißt das, glaube ich, oder? Also Pet ist ja ein Haustier, aber... Er hat gesagt, wir sollen zurück zum Besuchsbereich, hier gibt es nichts zu sehen. Das mag ich aber bezweifeln, dass es hier nichts zu sehen gibt. The sliding on the banister matron is watching. Also kein, ja, runterrutschen verboten am Geländer. Die Matrone, also die Hausdame, die schaut überall hin. Oder die hat ihre Augen überall. Guys, come in. Are you hearing that? Yeah, what the hell was that? Gut, dass es nicht
tausendmal lauter ist, als es vielleicht sein sollte. Ich muss mir die ganze Zeit die Ohren ein bisschen leiser drehen, sonst platzt mein Trommelfell. Ich hoffe, ich mache das bei euch auch ein bisschen leiser. Ugh, das sieht ja echt gruselig aus. Das ist wieder die Hausdame mit ihrem Sohn. Ich kann hier nicht. Ich muss erst wieder raus. Das ist unangenehm, das Bild. The painting, thought to be original to the house, features a vague figure whose identity is unknown. Could it be Isabella, the wife of Lord Harwood and mother to Edgar? She killed herself somewhere in the house, 2 weeks after the tragic death of her son. Ja, wer soll es sonst sein? Also das Bild zeigt eine Frau, die ist unbekannt. Könnte es sich vielleicht um die Frau handeln, also die Lady Harwood und ihr Sohn? Sie hat sich irgendwo hier umgebracht, 2 Wochen nachdem ihr Sohn gestorben ist. Ich meine, ich finde das offensichtlich. Also das ist sie, natürlich. Das sieht irgendwie ganz cool aus, das Bild, so vom Motiv her. Aha, Boys Dormitory, also das ist der Jungenschlafsaal. Sollen wir mal reingehen? Okay. Ist verboten. Dürfen wir nicht. Oh, wir können wirklich aufs Dach raus. Shangri-La. Alles klar, wir können wirklich hier aufs Vordach. Aber ich kann hier nichts machen. Vielleicht baue ich ja irgendeinen Gegenstand, aber das machen wir erstmal nicht. Wir merken uns das hoffentlich, bevor ich es wieder vergesse natürlich. Ist ja immer so. I have some sad news. Dreadful news. Sie sagte, sie hat einige schlimme Neuigkeiten. Traurige, schlimme Neuigkeiten hat sie. Das ist doch die Matron, oder? Das ist doch die Hausdame hier. Ich wollte eigentlich auf die Uhr klicken, aber anscheinend habe ich das Mädchenschlafsaal angeklickt. Girls Dormitory. Girls Dormitory. Bunk beds Dormitory. And board games are a throwback to the Second World War. Most of the toys were dated long before being donated by a kindly local charity shop. The girls' dormitory is somewhere you can guarantee supernatural phenomena. Things move, children laugh, and the room feels alive in some dark way. Also ja, das irgendwie fühlt man sich zurückversetzt in den Zweiten Weltkrieg, weil die ganzen Spiele stammen von der Zeit. Hier im Mädchenschlafsaal und ja, irgendwie hat es dem Ganzen auch so einen sehr lebhaften Touch gegeben, dass hier die Mädchen waren, aber offensichtlich ist jetzt niemand mehr hier. Oh, diese Puppe ist echt creepy. Aha, Oxford Ghost, die haben auch über ihren Krempel rumliegen. Ich meine, wie viel Kohle haben die bitte da reingesteckt, wenn hier alles in zehnfacher Ausfertigung rumliegt? Oh, Spielkarten. Was ist improved? Knitting, was steht da? Nancy, Knitting Nancy, kennt ihr das? Das hatte meine Oma auch damals. Da kann man hier oben so die Fäden und dann zieht man das unten raus, da kommt da so eine Schnur. Also da kann man selber eine Schnur häkeln sozusagen. Also Knitting ist, glaube ich, häkeln, oder? Dann schauen wir nochmal, ob es hier irgendwelche Hinweise gibt. EMF vielleicht. Natürlich nicht. Audio Cues gibt es auch nicht. Vielleicht machen wir das hier überall Error. Ich wette, die haben nur nicht alles mit dem... Also mit der Wärme sich dafür sehen, dass man das alles untersuchen kann, hundertprozentig. Deswegen kommt manchmal Error. Here you go, a family fun game for 2 to 4 players, age 6 years onwards. Ist es nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Ach, home you go, nicht here you go. Home you go, also geh nach Hause. Das ist auch ein echt ärgerliches Spiel. Leute, ich mache hier mal Schluss. Das reicht, glaube ich, für einen Part. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und ja... Vielleicht habt ihr noch Hinweise, weil ich übersehen haben könnte. Das würde mich auch sehr freuen. Lasst mir ein Däumchen da und wir sehen uns wieder zu Darkfall Ghost Vigil. Bis dann, tschüss.